Mit diesem Video werden wir aufhängen, die mehr avancierte Funktionen vom Game kennenzulernen. An einer ersten Party von diesem Video werden wir also Luftballon für die letzten Keier, den wir rausgeschnitten haben, benutzen, an den an den neuen Bilder kopieren und auch gesehen, wie frei wir die können bewegen. An der zweiten Party von unserem Video werden wir aus dem neuen Bild für Elemente duplizieren und die auch frei am Bild platzieren. An der letzten Party, an der dritten Party, werden wir lernen, wie ich kann, bis ich mich spielerisch vorgehen an zum Beispiel einen Luftballon oder andere Elemente aus dem Bild, an den Himmel versenken lassen oder zum Beispiel auch aus dem Wasser vorgucken lassen. Für diese Aktivitäten auszufeiern, muss natürlich ein paar Präparationen gemacht werden. Als allererst muss man gimploten, da das heute schon geschieht. Dann brauchen wir zwei Dateien. Wir gehen auf File Open und da wählen wir als erstes aus die Datei luftballon.xcf, das ist also Luftballon für die letzte Keier, den wir rausgeschnitten haben. Wir klicken da drin und innen mit Open laden wir dann File ran. Die andere Datei, die wir brauchen, ist auch zu finden in dem gleichen Repertoire und die heißt Curaçao. Wir wählen die aus und wir klicken auf Open, für die ranzuladen. Geografische Background-Informationen zu Curaçao. Curaçao ist eine Insel, die 50 km nördlich von der Küste von Venezuela liegt, aber früher eine niederländische Kolonie. Heute gehört Curaçao auch noch immer zum Königreich von den Niederlanden. Curaçao ist 6-mal mehr klein wie Lützebüsch, mit einer Überfläche von 444 km². Bevölkerung zählt 160.000 Einwohner ungefähr, wovon der größte Teil an der Hauptstadt Willemstad lebt. Curaçao ist unter anderem bekannt für seine ehemalige Architektur an der Karibik, die an den niederländischen Kolonialstil erinnert, für seine ganz besondere Steirevielfalt, wie zum Beispiel die Iguanas, atemberaubende Landschaften und es zählt auch als ein absolutes Taucherparadies. Die zwei Bilder sind hier am GIMP geladen, und für eine gute Übersicht zu haben, gehe ich nicht auf eine Vollbildaussicht mit dem Shortcut Ctrl-Shift-J. Als nächstes wählen wir hier oben, in diesem Bereich ist ein Bild aus, und zwar als Luftballon. Hier wollen wir sicher gehen, dass der ganze Luftballon, respektive das ganze Bild, ausgewählt ist, für River zu kopieren. Dafür wählen wir hier oben am Menü Select die Option All aus. Und schon ist alles an unserem Bild hier ausgewählt. Wir erkennen jetzt die schwarz-weiß gestrichelten Linien, die sich bewegen. Wir kopieren das Bild an ein Zwischenauflage, das weder das schon aus dem Word kennt oder sonst einem Programm wie Excel, das Kommando Edit Copy. Der kennt auch den Shortcut Ctrl plus C. Mit dem gesamten Bild kopiert, sind wir bereit für das andere Bild rüber zu wechseln und setzen wir also Luftballon an das heutige Bild ran. Wir benutzen dafür das Kommando Edit Paste. Und dann aufgepasst, wir holen nicht den normalen Paste. Wie wir so zum GIMP sollen pasten als ein New Layer. Und unserem das Wort aus dem letzten Tutorial hier vorkommen, Layer wird so viel heißt wie eine Schicht. Als nächstes heißt der Beweis, dass als Bilder aus verschiedenen Schichten, an denen meiste Fallwerte bestehen. Wir klicken einfach drauf und schon erscheint hier also Luftballon. Was sind die Vorteile für den Luftballon hier als neue Schicht an Bilder gesagt zu haben? Da gibt es ein paar ganz entscheidende Vorteile. Gucken wir vielleicht an den rechten Bereich von unserem Bildschirm. Hier sieht man die Einzelschichten abgelöscht, aus denen das Bild besteht. Innen haben wir als Basisschicht das Bild, so wie wir es dran geladen haben. Drüber liegt als Schicht vom Luftballon, die man nun Clipboard vermerkt ist. Das kennt ihr hier, weil also Ballon aus dem Clipboard ran an das Bild gepaste gehen ist. Wir können Schichten einzeln aufweisen lassen oder ausschalten mit dem Icon hier drunter, dann ausgesagt wie ein A. Ich schalte als Beispiel ein Kerl also Luftballon aus. Voilà, verschwindet mit einem weiteren Klick, geht in einem angewiesen. Dasselbe funktioniert auch mit der Schicht, die innen drin liegt. Den zweiten entscheidenden Vorteil, dass also Luftballon als Schicht, als Layer an diesem Bild existiert, wie dass wir können den Luftballon verschieben, wohin wir wollen. Dafür gibt es natürlich auch den entsprechenden Tool, der sich links an dieser Toolbar befindet. Das ist den Move Tool. Wir wählen den an und dann ist es für dich ganz wichtig, dass wir am innersten Bereich Tool Options den richtigen Modus auswählen. Wir wollen hier als ganz Schicht bewegen, das ist der gesamte Luftballon, und sonst nicht anders das. Das heißt, wir wollen hier für dich, als dass wir ein Layer wollen bewegen, das ist den echten Icon. Dann ist meine Empfehlung, dass da die zweite Option aktiviert, und zwar Move the Active Layer. Der Tisch, der bewegt immer nur das, was da hier am rechten Bereich
ugewählt hat. Das heißt, ich werde nur hier mehr Leier und mit dem Luftballon und da kann ich nimmen den bewegen und nicht irgendwie als Akzident bimmel meinen Hintergrund verschieben. Da das nur alles hier richtig angestellt und dann brauchen wir sonst nichts zu machen, wie bei so Ballon zu gehen und den hin und her zu ziehen, wo wir den gerade hinwollen. Voilà, ich setze ihn nur einfach mal und den ritzen Rand von unserem Bild. Den dritten Vorteil davon, dass dieser Luftballon eine Insel schießt, ist, wie dass wir auch den Luftballon können mehr groß oder mehr klein machen. Dafür gibt es natürlich nicht einen entsprechenden Tool, der findet sich natürlich auch links an unserer Toolbar. Das wird ein Tool hier, das sich nennt Scale Tool. Erinnert ihr euch, man hatte schon gesehen, dass Scale so viel heißt wie den Maßstab festlegen, respektive eng Größe festlegen. Wir klicken den Tool an, aber bevor wir klicken, vergewissert ihr euch, dass auch der Luftballon als Layer ausgewählt ist. Das heißt, hier an diesem Ritzebereich nicht überprüfen, ja, den heute Layer ist ausgewählt, wo der Luftballon dran ist, und können wir dann hier unser Scale Tool aktivieren. Die klickt dann einfach ihren Luftballon an und gibt bei der Stand zwei Methoden für die Größe zu verändern. Einmal haben wir Telefonzahlen an den Kontrollfeldern Width und Height oder visuell benutzt ihr hier von denen quadratische Kontrollpunkte für die Größe vom Luftballon zu verändern. Ich benutze nun mal einen von den Kontrollpunkten, um meinen Ballon mehr klein zu machen. Ungefähr so, dass der optisch hier an das Bild passt. Ich lasse los und ich bestätige mit Scale. Agimp berechnen dann unseren Luftballon mehr klein. Wir können weiterhin unseren Luftballon durch das Bild bewegen, da das ein von den Vorteilen, dass der Luftballon als seine eigene Schicht, als sein eigenes Layer hier an unserem Bild existiert. Ich platziere mein Lo einfach mal hier relativ mittig. Kommen wir zum zweiten Teil von diesem Video. Wir beschäftigen uns Lo an diesem zweiten Punkt mit unserem Ursprungsbild von Curaçao, das ist in diesem Fall mit dem Hintergrund. Wir aktivieren also den Hintergrund hier an diesem Layer Control Panel, also Schicht Control Bereich, an dem wir einfach den Hintergrund anklicken. An dieser zweiten Partie vom Video probieren wir ein Element aus diesem Hintergrundbild zu duplizieren. Und wir holen als Zielobjekt einen von den Flamingos, die gerade hier am Wasser stehen, aber wahrscheinlich am Gange sind zu fressen. Wen ihr holt, als ihr euch freigestellt. Ich rekommandiere aber, dass ihr einen Flamingo holt, der relativ einzeln durchsteht, den wir relativ einfach können auswählen. Mit dieser Zoom-Stufe erkennen wir natürlich nicht genug, dafür zoomen wir einfach nur mal auf 100% heran. Wir benutzen dafür einfach den Keyboard-Shortcut Int. Der könnt natürlich auch über den Menüpunkt View gehen, Zoom und dann durch den Zoom auf 100% erstellen. Scrollen hier rauf, bis da das Flamingo gesehen, voilà, und lo wählen ich mal ein Exemplar aus, was ich gerne gif duplizieren. Mein Schwer ist, ob die Flamingo ganz rechts gefallen. Das Zoom-Stufe gibt man auch immer nicht durch, ich gebe gerne das viel mehr detailliert gesehen, also zoome ich ran mit der Loop und ich an dem sich mein Bereich abziehen. Voilà, hier ist der Flamingo, den ich dann probieren werde auszuschneiden. Als Tool holen wir einen bekannten Tool aus dem letzten Tutorial, und zwar der Fuzzy Select Tool, weil wir hier eine ganz unregelmäßige Form, die wir wollen auswählen. Hier mal das Leben muss man aufpassen, dass unser Tool richtig angestellt ist, wie bei all Tool. Wir wollen hier natürlich den zweiten Modus aktivieren, und zwar, dass die Selektion immer vergrößert wird mit all Klick, weil wir werden hier einen Sollenschrei Klicks brauchen, bis der ganze Flamingo ausgewählt ist. Denkt doch darunter, dass ihr Sensibilität erstellen von eurem Tool, hier mit dieser Option Threshold. Also können wir lassen, für unser Flamingo auszuwählen, indem wir mit verschiedenen Klicks als Selektion immer erweitern werden. Mit dem letzten Klick konnte ich hier einen Fehler gemäht, respektive mein Tool war nicht sensibel genug angestellt, also als viel mehr ausgewählt, wie das, was ich sich wollte. Denkt daran, dass ihr bei so einer Situation keine Ansprache zu haben, ihr könnt zurückgehen mit der Menü-Command Edit Undo oder mit dem Keyboard-Shortcut Ctrl Z. Voilà, und ihr seht, meine Selektion springt direkt zurück, so wie sie für drauf war. Für die Fehler nicht nein zu machen, setze ich einfach hier innen, nehme meine Sensibilität rup, dass ich mir kleine Grenzwert ausstellen, dass ich als ein Toolwert umso mehr
fein und sensibel schaffen. Ich setze das mal auf ungefähr 19 und gucke, wenn ich den Klick auf diesen Platz mache. Voilà, lo setzt den nicht so ein großes Flash mehr an der Selektion dabei. Ein anderer, mehr schwieriger Punkt wird wahrscheinlich der Rick sein, der lo wenig Kontrast mit dem Wasser hat. Wie mit dieser mehr feiner Sensibilität geht das hier kein Problem. Lo ist hier ein bisschen zu viel ausgewählt in dieser Selektion, mit die Bereitstellung ich wäsche, indem ich den Modus wechseln auf Subtract und dann kann ich das hier wechseln. Los du nicht für die Selektion zu verfeinern, für hier nur einen tiptop ausgewählten Flamingo zu holen. Los Ziel für die Flamingo zu duplizieren. Schritte sind nicht kompliziert. Als erste Etappe, so mal zum GIMP, soll den Flamingo, den wir hier selektioniert haben, für diesen Mal kopieren, das heißt mal an Clipboard setzen, für Taschen zu speichern. Wir gehen an den Edit-Menü und wir wählen den Kommando Copy. Dann wollen wir unseren geklonten Flamingo auch nicht als eine eigene Schicht dran setzen, weil wir wollen die Flamingo ja auch können bewegen, wie wir das wiederum am Luftballon gemäht haben. Wir wählen Edit, Paste As an High, so mal genau wie beim Luftballon ist zum GIMP, das soll der Flamingo als New Layer dabei setzen. Wenn ich den Moment klicke, guckt direkt rechts an der Layer Control Panel, da wird ein neuer Layer erscheinen. Die werde ich noch früher, wo dann ein geklonter Flamingo ist. GIMP hat eine Besonderheit, und zwar, dass dann alles, was dann ransetzt an ein Bild, immer ganz unter links ewig den Eck platziert. Das ist, wenn wir nur links oben hin scrollen, da werden wir also Flamingo rumfangen. Ich scrolle nur ganz nur links, hallo ganz rauf, und da hängt als geklonter Flamingo Matzen am Himmel. Wenn wir nur als Bild auf Vollbild aus sich zurückzoomen, sehen wir, dass oben links hier also Flamingo sich befindet. Mam Move-Tool können wir die Flamingo nur bewegen. Immer sich vergewissern, dass hier die richtige Layer ausgewählt ist. In diesem Fall ist also Flamingo Clipboard Nummer 1. Und wir können also Flamingo hier platzieren, wie wir gerne hätten. Ich setze ihn auf den Luftballon. Für die ganze Sache ein bisschen mehr Übersicht zu gehen, können wir als Layer aber auch umbenennen. Und das ist essentiell, sobald er mehr Layer an einem Bild hat, für nicht komplett die Übersicht zu verlieren. Ein professionell aufgebautes Bild kann aus pur 100 verschiedenen Layer bestehen. Wir benennen es um, wir klicken einfach den Num Doppel und dann können wir hier einen Num antippen. Ich benutze einfach nur Flamingo. Und ich nenne gleichzeitig den anderen Layer um, da schreibe ich als nun Luftballon. Muss ich nur für einen Luftballon oder für eine Flamingo-Invasion? Wir können effektiv alle Layer, die wir am Bild tun, ganz einfach duplizieren. Ich dupliziere nur meinen Luftballon, ich klicke mein Layer Luftballon hier an und da wähle ich mit dem Icon hier an der Mitte aus, dass der GIMP soll ein Duplikat von diesem Layer erstellen. Klicken einfach drauf und dann erscheint eine weitere Kopie vom Luftballon, die natürlich genau auf derselben Platz liegt. Das heißt, ich muss mein Move-Tool mein zweiter Luftballon wegschieben. Voilà, ihr seht schon ein geklonter Luftballon. Das kann ich so DAX machen, wie ich will. Ob da eine Kopie, da wähle ich den anderen Layer gerade und an einem heineren Kopie. Und immer den Layer auswählen, den da bewegen will. Der geht dann noch ausgewählt. Das selbe ich mal mit dem Flamingo. Nach dem Flamingo. So. Nach dem Flamingo. Hi. An eure Flamingo. Flamingo. Voilà. Das ist die Duplikationsfunktion von den Layers am GIMP. Wir können die verschiedenen Layers aber auch genauso einfach löschen, wie wir sie gerade dupliziert haben. Der wählt einfach den Layer aus, den wir löschen, zum Beispiel hier Flamingo 1 oder 2. Und dann drückt er hier unten am Layer Control Panel einfach auf Dreckscache. Du kannst auch alle Informationen dahinterstellen und delete this Layer. Natürlich diesen Layer wird verschwinden, wenn ich da drauf klicke. Voilà, ein Flamingo Manner. Schau hier nicht nach weiteren raus. Voilà, Remake auf Delete gedrückt und er verschwindet. Bei den Luftballon mache ich das selbe. Ich hole zwei Luftballons im Wäsch. Voilà, für das Bild ein bisschen mehr abgeräumt ist. Wir kommen los zu der dritten Partie an diesem bisschen mehr langen Video. An der dritten Partie sehen wir ein weiterer ganz entscheidender Vorteil davon, wenn ihr sein Bild an Layers organisiert. Ziel von dieser dritten Partie an diesem bisschen langen Video ist, Luftballon ungefähr zu hälschen, 100 Hefeln versenken zu lassen. Wie gehen wir nun in das Sache rund?
Stell dich vor, die hat die verschiedenen Schichten, aus denen als Bild besteht, vier und ihr Schleien an Papaya-Form. Wenn du willst, die Luftballonen so ein bisschen an den Hiveln platzieren, dann misst du den Hintergrundblatt Papaya dadurch schneiden, wo den Himmel auf die Hiveln trifft. Aber genau diese Manipulation machen wir auch mit eben virtuell um Computer. Wenn wir die Übung von Papaya-Form machen, gibt man einen Scheuer holen an einfach den Horizont den hier nur fahren an hier als Blatt auseinander schneiden, wie wir hier nur können den Luftballon tischen als zwei Papaya-Schnipsel schieben. Hier machen wir das mit einem Tool. Jetzt mal loslegen mit diesem Tool, weil wir sicher gehen, dass nicht schon irgendwie im Vierfeld ausgewählt ist. Wie ihr seht, hier ist noch immer als geklonte Flamingo als Selektion ausgewählt. Wir löschen als Selektionen über das Menü-Command Select. Dann, voilà, also ist nicht mehr am Bild ausgewählt. Wir wollen also als Hintergrundbild hier bearbeiten. Das heißt, wir müssen für dich sicher gehen, dass die Layer auch aktiviert ist, hier jetzt in unserem Layer Control Panel. Wir klicken einfach als Hintergrundbild nach hier unten. So, hallo, wählen wir für dich den Himmel aus mit dem Fuzzy Select Tool. Wieso fängt man mit dem Himmel an? Guckt ihr euch das Bild an. Den Himmel ist relativ uniform an seiner Farbe. Das heißt, mit dem Fuzzy Select Tool wird es ganz einfach sein, für mit ganz, ganz wenigen Klicks, vielleicht sogar mit einem E-Klick, den gesamten Himmelsbereich auszuwählen. Schon das Fuzzy Select Tool schon ausgewählt. Also klicken ich an diesen Bereich und gucken, was automatisch die GIMP schon erkennt. Voilà, das heißt, dass es sozusagen perfekt automatisch Auswahl von dem Himmelbereich und geht genau der Horizont hin. Mit der dritten guten Selektion können wir schon eine Schicht erstellen lassen vom GIMP, wo also nicht mehr ein Himmel dran ist. Wir machen genau in dieselbe Manipulation wie für drin. Wir gehen auf Edit Copy, da geht alles aus der Selektion Tische gelagert. Und dann suchen wir zum GIMP, mein Edit Paste as New Layer. Also das, was gerade ausgewählt ist, als neue Schicht an Bild ersetzen. Voilà, hier ist als neu dabei kopierte Schicht. Als Beweis schalten wir als Hintergrundbild ein Kehr aus mit dem Icon, den ausgesetzt wie ein A. Voilà, nun haben wir also an dieser neuen Schicht just den Himmel. Nun hätte man natürlich auch gerne eine Schicht, wo dann der Kontra vom Himmel also als ein Erdbereich dran ist. Ich aktiviere ihn als Hintergrundbild mit einem Klick und ich desaktiviere für den Moment als ein Himmel. Ich wähle als Hintergrundbild und das ist ganz wichtig, weil wir hier auf unserem Hintergrundbild schaffen werden. Der GIMP, glücklicherweise, bietet seine Funktion für genau den Gegenteil von dem auszuwählen, was ausgewählt ist. Versteht gut, im Moment ist noch immer den Himmelsbereich ausgewählt. Wir wollen aber auch genau den Contra, den Invers. Das heißt, wir wollen genau die andere Partie vom Bild, die nicht an dieser Auswahl steht, auswählen. Der praktische Kommando ist Select Invert. Dann dreht der GIMP komplett die Auswahl um. Das ist nämlich hier nützlich, mir egal auf welcher Applikation, wo da genau der Konträr will schlussendlich auswählen von dem, was da ausgewählt hat. Voilà. Lo ist nämlich den innersten Bereich vom Bild ausgewählt. Die seht hier als Selektion, die aus vom ersten Bildrand hier auf den innersten Bildrand gewechselt, aber als dummer da unten, dass lo den Erdbereich ausgewählt ist. Manipulation aus Hallorum, genau das habe ich wie viel drin. Wir kopieren die Selektion, Edit, Copy. Und da suchen wir nicht zum GIMP, wir machen neue Layer draus. Edit, Paste as New Layer. Voilà, hallo aus Hallorum, die Besonderheit vom GIMP, die ich wieder angeschwert habe. Der GIMP setzt alle neue Layer über links wieder. Da das hier einfach nicht nützlich, wir müssen den Layer nur innen verschieben. Wir benutzen hier nicht den Move Tool. Wir klicken den an. Wir vergewissern uns, dass ein neuer Layer ausgewählt ist und wir bewegen unseren Layer auch auf. Da muss man gut aufpassen, dass wir das genau im passgenau hier ersetzen. Voilà. Für ein bisschen abzuräumen, hier an unsere viele Layers, der gesehen hat, fängt die Lösung an, unübersichtlich zu gehen, proposieren wir uns mal direkt hier neben anderen. Und zwar der Titan ist dann den Himmel.
an hier haben wir Erdfläche. Wir haben schon relativ viele Manipulationen hier in diesem Bild gemäht, wurde da schon darüber gedacht, für eure Bedenken zwischendurch aufzuspeichern. Wenn nicht, geht dabei File Save As, wenn wir wollen, das Bild in einen neuen Num saven. Dafür benutzen wir die Command Save As, speichern als. Als Num proposieren wir etwas einfaches, Curaçao, Fotomontage. Und wir speichern an dem GIMP eigenen XCF-Format, die behält nämlich alle als verschiedene Schichten bei. Da könnt ihr ganz sicher zu gehen, hier innen ein bisschen auf GIMP XCF-Image klicken und dann mit Save validieren. Voilà, als Bestätigung seht ihr hier oben, hat der Name von unserem Bild geändert und das dort in Astalonet Curaçao Fotomontage gesaved. Wie führen wir nun weiter? Wir sehen schon mal alles, was wir brauchen, für als Luftballon an den Himmeln halb zu versenken. Wir brauchen nicht mehr am Moment als Hintergrundbild, als komplett einsteckiges Hintergrundbild. Wenn wir haben nämlich für drin als zwei Bereiche getrennt. Wir haben einen Himmellayer und einen Erdflächenlayer. Ich desaktiviere nur einfach das Hintergrundbild, indem ich den Icon mit dem R festklicke. Dann sieht im Moment, sehen wir just die Erdfläche, den Himmel lassen aktiviert, ich aktiviere den nur einen nur. Im Moment also auch noch als Erdfläche hier ausgewählt, selektioniert, das wollen wir auch lassen gehen, dafür benutzen wir im Select None, dann ist nicht ausgewählt. Denkt darum an die Idee von den Papayas Schablonen. Wir haben eine Schablone, die den Himmel durchstellt, eine Schablone, die den Erdboden durchstellt. Dann haben wir jeweils eine Schablone für die Luftballon und jeweils eine Schablone für ausgeklonte Flamingos. Das heißt, in der Papaya-Form geben wir hier als Erdfläche an drinnen einen Luftballon halb versenken und dann hier drinnen den Himmel nachlehnen, sodass der Luftballon zwischen dem Himmel und unserer Erdfläche ist. Aber genau das können wir hier mit dem Layer Control Panel machen. Der Layer Control Panel ist weiter nicht wie eine Unordnung von Schichten. Erinnert ihr schnell daran und die Vergleich, den ich für drüber gemäht habe, ganz am Anfang am ersten Video, dass die Schichten so sind, wie wenn ein Professor bei euch ein Overhead-Projektor benutzt, wo gibt es verschiedene Transparente über den Nähleien. Genau das heißt das selbe Prinzip. Wir können nämlich die Inselschichten staffeln und zwar so sortieren, wie wir sie gerne hätten. In diesem Fall schieben wir Lumul als Erdfläche ganz rob. Als Erdfläche, die leitet über allem. Das heißt, nicht kann der Erdfläche überdecken. Das will man im Moment so, weil Luftballons, die sollen ja nicht bemol 4 in den Himmel schweben, sondern die sollen 100 in den Himmel sich befinden. An dem Moment haben wir da schon quasi alles für das Aufgabe, was wir brauchen. Die Gesiedlung der Erdfläche ist ganz oben, die liegt oben drauf. Als Ballon, die liegt die Laien innen drinnen. Das heißt, wenn ich einen Ballon in Richtung Erdfläche verschiebe, wird den sich innert die Erdfläche lehren. Guck den Kerl noch. Voilà, ein neuer Luftballon verschwindet hinter den Himmeln, weil als Erdfläche-Schicht über dem Luftballon leer leid. Das ist der selbe Fall für den zweiten Luftballon, den auch innert der Erdfläche leid. Ich meine, ich habe ganz einfach eine Demonstration, was passiert, wenn ich zu diesem Luftballon-Layer hier so bin. Hier soll über allem stehen. Ich klicke ihn an und ich schiebe ihn über die Erdfläche. Was wird geschehen? Der wisst wahrscheinlich schon, der Luftballon, die wird 400 Hefeln erscheinen. Voilà. Wenn ich den Remo 100 hoch oder hochzähle, 100 Erdfläche, dann verschwinden 100 Hefeln. Als Flamingoen. Wenn wir als geklonte Flamingo gerne auf die Hefeln setzen, dann wähle ich ein Flamingo aus. Und ich zähle den ganz oben über die Erdfläche. Die werden nicht 100 als Erdfläche verschwinden. Und schon kann ich mein Flamingo hier irgendwo an den Himmel platzieren. Also ein zweiter Flamingo, den leitet 100 den Luftballon, der Tisch, der verschwindet auch sogar 100 den Luftballon. Hier kennt ihr die absolut essentiell wichtigsten Funktionen, wie ihr mit verschiedenen Schichten am GIMP schafft. Das ist eine von den absoluten Grundkenntnissen von all Bildbearbeitungskurs, weil so sind professionell Bilder aufgebaut. Als Challenge, wo ihr euch selber könnt testen, ob das Methode gut kennt, proposieren ich euch, dass ihr probiert, aus dem Wasserbereich einen Luftballon H4 gucken zu lassen. Das heißt, zum Beispiel, ich markiere das hier, hier auf dieser Trennlinie ungefähr, da soll ein Luftballon
rauslosen, den aber vier Runden hiveln sich soll dann befannen, wann er rauslust, an eben der Anhalschen soll am Wasser versenken. Viel Spaß, viel Glück und wir sehen uns am nächsten Video.